Servus Jungs und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spät in der Nacht um 3:16 Uhr nehme ich auf. Wir schauen uns kurz die Campaign an. Campaign Part 2 zum Goku-Goten und Gohan Day. Ich habe sie mir schon im Stream angeschaut. Wir waren im Stream online um 2 Uhr Nacht und haben sie uns gemeinsam angeschaut. Und jetzt gehen wir uns einfach nochmal das Ganze im Video durch. Wir sehen schon New SSR, Super Saiyan Broly arrived. Das heißt, wir kriegen einen neuen, wir wissen ja, wir kriegen einen neuen LL Broly. Und er wird ein Legendary Summon sein. Also ein ganz normaler Legendary Banner. In addition, ja, Login Bonus und New Story Event will also be available. Was? Wir wissen, was es ist. Das Event geht insgesamt bis zum 6.6. um 8, nicht ganz um 8 Uhr, sondern um 1:59 Uhr. Dort werden wir dann auch neue Infos zur nächsten Celebration bekommen. Wir kriegen einen Dragonstone Sale und zwar morgen früh, beziehungsweise heute. Habt ihr ihn wahrscheinlich schon, wenn ihr das Video seht. Wir bekommen 6 Dragonstones für 50% Discount, was, wie viel waren das? 2 Euro? Circa 2 Euro. Dann 24 Dragonstones für 12 Euro, sowas in dem Dreh. Oder, nee, 8 Euro? Ich glaube, 8 Euro waren es. Ja. Dann haben wir 32 Dragonstones für auch 8 Euro. Wir haben 91 Dragon Stones, viermal mit 20% Rabatt. Wie viel das sind? Keine Ahnung, 36 Euro wahrscheinlich oder so. Und wir haben in Addition einmaliges Angebot und zwar, wir können uns 77 Dragon Stones holen. Ich werde wahrscheinlich werde ich mir einiges davon holen. Mal schauen, was genau. Ich werde mal ausrechnen, wie viel ich ausgeben will. Dann schauen wir uns weiter an. Wir kriegen das Story Event LR Goku und Arale, damit wir sie morgen zu LR, zum LR machen können. Um 8:30 Uhr. Heute, am 21.05., kommt das Event online. Wahrscheinlich seht ihr es dann schon. Dann haben wir hier das Special Event von der Arale. Das war damals zu so einem besonderen Special Banner. Wenn ihr das noch nicht habt, könnt ihr euch da auch bis zu 6, bis zu 12 Stones sogar abholen. 12 Stones kriegt ihr hier raus nochmal. Oder 14 sogar mit den Missions. Kommt auch morgen um 8:30 Uhr online. Gut, nehmt euch die Stones mit. Sehr schön. Wir sehen, die zwei Events kommen online von den Brolys. Brauchen wir wahrscheinlich Medals davon, vor allem von dem physischen Broly. Warum der Super Saiyan 3 Broly online ist? Keine Ahnung. Extreme Z Battle kommt online. Beziehungsweise mehrere Extreme Z Battles kommen online. Es sind fast alle, die online kommen. Sozusagen kommt auch das Broly EZA von dem Movie Story, AGL Broly raus. Soweit ich es in den Missions gesehen habe, also dazu gibt es ja morgen mehr, werdet ihr sehen. Wir haben Hidden Potential am Wochenende online, ist sehr cool, dann könnt ihr am Wochenende alle Stages machen, ob AGL, Tech, Int, STL oder physisch. Nehmt die auf jeden Fall mit am Wochenende. Dann haben wir das Lord Slug und wir haben das Otherworld Story Event. Es kommen auch jeweils morgen um 8:30 Uhr online, beziehungsweise heute um 8:30 Uhr. Immer wenn ich morgen sage, bin ich noch irgendwie am gestrigen Tag angelangt. Dann sehen wir hier den Legendary Summon Banner. Das wird ein ganz normaler Legendary Summon Banner, wo 12 Units gefeatured sind. Davor ist der LR Broly wahrscheinlich dabei und die restlichen Units sind halt ganz normale, so was normal unfeatured ist in dem Banner. Die werden hier dann halt gefeatured sein. Dieser Banner kommt am 23.05., also der Donnerstag, um 8:30 Uhr online. Sehr cool. Wir werden da auf jeden Fall ein bisschen reingehen. Erwartet nicht zu viel. Schaut, dass ihr vielleicht ein oder zwei Multis macht, wenn ihr wollt. Und falls ihr einen LR kriegt, sehr gut. Falls ihr keinen LR kriegt, nicht schlimm. Dann gehen wir Virtual Dokkan Ultimate Clash. Wir kriegen einen V-Ramp von Dokkan Battlefield. Und dieses kommt ebenfalls am Donnerstag um 8:30 Uhr online. Dazu gibt es ein separates Video. Ultimate Clash, super cool, ich freue mich drauf. Das sind wieder free 30 Stones für diejenigen, die es schaffen. Es wird auch ein interessantes Revamp diesmal werden. Wir haben hier dann als Nummer 12 das mysteriöse Ritual von dem guten Herrn Elderkai. Wir können hier 5 Elderkais bekommen für 25 Stones. Macht das nicht, außer ihr heißt Phoenix und habt keine Stones für LRGG. Dann holt sie euch. Ansonsten spart ihr 25 Stones, denn das Vierjährige ist bald vor der Tür und dort kriegt ihr auch noch genügend Kais. Wir haben hier dann außerdem das Raditz-Event, was zurückkommt, untypisch dafür, dass es außerhalb von einem World Tournament kommt.
Goku and Friends are back, die Fusion Event von Tabel. Ja, ne? Wir haben 30% reduzierte Angebote im Barbershop und somit war es das von den Announcements hier erstmal. Wir sehen hier kommt Part 2 ab hier. Aber sehr cool, ich freue mich auf den LR Broly, ich freue mich auf den Revamp und ich freue mich natürlich auch auf LR Goku und Aral und das neue Event und die Stones. So, wir schauen uns noch kurz die Special Missions an. Special Missions, Dailies bleiben wie gewohnt beinhaltet, ne? Dann haben wir hier Part 1 Missions, die haben wir alle schon gemacht oder die meisten haben die schon gemacht. Und dann haben wir hier Part 2 Missions, wir kriegen hier ein bisschen Orbs dafür, dass wir 100 Nodes in Hidden Potential öffnen. Das wird wahrscheinlich für LR Goku und Arale so sein. Also die öffnet einfach bei LR Goku und Arale die Orb-Seiten. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann kriegt ihr die. Oder bei irgendeiner anderen Unit. Sucht euch halt eine Unit raus, bei der ihr noch keine Orbs investiert habt. Dann haben wir hier, wir müssen 2 Potential-Routen anlocken und einmal 4 Potential-Routen anlocken. Das heißt, ihr müsst Dupes einsetzen. Wenn ihr zum Beispiel nicht LR Goku und Arale nicht habt auf 100%, dann ist das der Weg, wie ihr das erreichen könnt. Clear any stage once under special conditions. Ich vermute mal, das ist eine... Ich vermute mal nicht nur, ich weiß es glaube ich. Ihr müsst mit einer Unit aus der Youth-Kategorie reingehen. Das ist die neue Kategorie, die hinzugefügt wurde. Genau deswegen wahrscheinlich. Dann genau das gleiche dreimal machen und ihr bekommt die Turtle Shells. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier Clear Stage using only Super Attacks 5-mal. Also ihr müsst 5-mal Super Attacken und die Stage clearen. Oder ihr müsst maximal 5 Super Attacks machen. Das ist jetzt eine Interpretationssache. Mein Englisch Main, habe ich gehört. Dann müsst ihr bei dem nächsten Event eine Stage clearen, ohne Damage zu kassieren. 10-mal insgesamt, dafür bekommt ihr 2 Sleeping Kais. Und wenn ihr dann 20 Family Missions gemacht habt, was ihr eigentlich schon haben solltet durch Part 1, kriegt ihr 5 Stones. Und wenn ihr alle insgesamt fertig habt, kriegt ihr nochmal 9 Stones, sind insgesamt 14. Sehr schön, 14 immer mit. Da sind wir froh drum. Geht auch bis zum 6.6. Also habt ihr genügend Zeit. So viel zu den News. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Grind in die neuen Events rein. Wir sehen uns. Haut da rein, Jungs. Ciao, ciao. Macht's gut.